Wunderschönen guten Tag, meine... Natürlich. Meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Get Multilook. Zum letzten Part, irgendwas hat an meinem Mikro rumgespackt, rumgehangen. Und auf einmal hat es nicht mehr aufgenommen, ich frage mich nicht, was da war. Ich habe offscreen tatsächlich geschaut, ob es hier überhaupt ein Pokémon gibt, dass es sich lohnt zu fangen. Und tatsächlich gibt es sogar eins, das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Dass man sie ruhig ins Team nehmen könnte. Und ich habe außerdem noch geschaut, was wir hier so machen müssen in der Siegelstraße. Kenne mich jetzt also ungefähr aus. Weiß ungefähr, was wir machen müssen. Ungefähr, also nicht hundertprozentig. Ich hoffe, ich mache soweit alles richtig, denn dann geht die Siegelstraße eigentlich ziemlich, ziemlich schnell vorbei. Und dann haben wir das auch eigentlich relativ schnell hier erledigt. Denke ich mir jetzt mal. So, ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Schalterprinzip oder was auch immer das hier sein soll auf sich hat. Das ist irgendwie komisch, ich weiß es nicht. Und Fun Fact, wir haben diese Superschutze, die wir da geschaut haben, gar nicht gekauft. Anscheinend habe ich zu schnell B gedrückt oder keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall nicht da. Was mich ein bisschen sauer macht. Aber naja, so ist es nun mal. Jetzt warte ich nur, da ist er schon. Auf das Pokémon, welches wir noch fangen können, und zwar Rehorn können wir uns noch fangen. Das möchte ich auch jetzt bitte mit meinem Meisterball fangen. Denn... wer weiß, man kann es eventuell immer mal gebrauchen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was es kann. Das werden wir uns jetzt nämlich gleich anschauen. Aber eventuell mit Level 45 sind wir ja nicht schlecht dabei. Und noch ein sechstes Pokémon zu haben ist sicherlich nicht schlecht. Und ich nenne dich jetzt Horn. Spannend, ein super krasser Name, ich weiß. Lass mal sehen. Du hast ja eine hohe Init, keinen speziellen Wert, ohne Angriff. Du hättest Hornbohrer als Angriff, das ist das Einzige, was wirklich an dir gut ist. Jetzt hätte ich eigentlich Topschutz einsetzen können. Es ist jetzt nicht unbedingt... Parasekt, ach du meine Fresse. Es ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Mon, aber ein Mon, das man opfern könnte, wenn es sein muss, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Also, ist nicht unbedingt schlecht. Das Lavados habe ich nämlich auch schon... Spoiler-Alarm habe ich ja auch schon wirklich nachgeschaut. Weil, habe ich halt jetzt nachgeschaut, ist halt jetzt nicht mal so. Und, scheiße, da müssen wir gar nicht hin. Und das ist jetzt auch, zum einen ist es ein Mon, das wir schon hatten, also wahrscheinlich eigentlich nicht mehr fangen dürften. Und, uiuiui, fast an den Trainer reingerannt. Und zum anderen ist es eh so ein Mon, das ich nicht unbedingt brauche. So dumm, ich hasse es, dass du immer wieder auf das Pokémon gehen musst. Stärke einsetzen, das machen. Oh, ist das nervig. Und wisst ihr was? Es ist bald vorbei, meine Freunde. Es ist bald vorbei. Freudentränen kommen auf. Das ist so toll. So, ich weiß immer noch nicht. Ja, Schalter ist aktiviert. Ich weiß nicht, was... Ich glaube, hier unten war der Trainer. Ja, genau. Da oben steht das Lavados. Ich weiß, dass wir irgendwie einen Stein hier rüberbringen werden. Wissen wir dahin? Ach so, weil da so Löcher sind. Wahrscheinlich durch die Schalter sind die dann weg. Ah... Jetzt kapiere ich, jetzt verstehe ich, wofür es da ist. Und hier mussten wir gar nicht lang. Geil. Geil. Ich hoffe, wir kommen hier auch passend durch, wirklich. Mussten wir mit dem hier was machen? Ich glaube, den mussten wir darüber schieben, genau. Du benötigst Stärke. Du benötigst es. Anders hast du es nicht. Weil du kacke bist. Ja, es war gerade auch ziemlich komisch, aber es war auch... Jetzt einen geilen Stärkestein bis darüber schieben. Lecker. So gefällt mir das. Das geht vor allem so schnell. Mensch, ich glaube es gar nicht. Seht ihr diese Geschwindigkeit, in der wir den Stein schieben? Das ist schon echt krass. Schneller geht das gar nicht. Schneller geht das gar nicht. Stopp, wir müssen noch eins nach links. Dann nach unten. Zurück. Hier weiterschieben. Weiterschieben, weiterschieben, runter, runter, und der Schutz wird nicht mehr super. Top-Schutz, noch einmal, weil es so viel Spaß macht. Und hier wieder rüber. Und jetzt müssen wir, soweit ich weiß, zurück. Und warum benutze ich eigentlich nicht mein Fahrrad? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich steige auf das Fahrrad. Dann müssten wir hier, glaube ich, hin. Nicht zu hoch, ja. Weiter nach links, nach hier unten, ganz nach unten.
hier vorbei. Genau, und jetzt den hier reinschieben und hinterher. Dann müssen wir den hier wieder von der anderen Seite schieben. Wir müssen natürlich wieder Stärke aktivieren, Dragoon, natürlich. Natürlich. Oh, das wird jetzt wieder Ewigkeiten dauern. Juhu. Das macht so viel Spaß. Yay. Ich merke schon, diese Straße ist mit einer der spannendsten Orte. Das merke ich schon. Mensch. Kann die Spannung kaum erhalten. Kaum erhalten kann ich sie. Geht einfach nicht mehr. Es geht nicht. Stopp, wir müssen hier hoch, hier rein. Und jetzt da runter, Fragezeichen. Ich glaube, wir müssen jetzt da runter, oder? Ja, und hier ist der Ausgang. Yes! Pokémon Liga! Pokémon Liga, meine Kinder. Okay. War das schon immer so? Ich glaube, es war wirklich schon immer so. So behindert aufgebaut. Kennt ihr das, wenn ihr jetzt wirklich hier. Wenn wir jetzt gerade. Hä? Ich bin gerade ein bisschen am struggeln. Ah. Ja, wow. Geh zu dem G. Die Pokémon Liga. So, wir heilen jetzt nochmal auf. Ich habe zwar keine Ahnung, ob wir in irgendeinem. Nein, eigentlich müssen wir nicht aufnehmen, aber wir machen es trotzdem. Und mit was wollten wir denn jetzt die Eistopf hier machen? Mit Turtle? Mit Bisaflor? Mit Bigfoot? Lass mal kurz heilen. Und dann werde ich einen kurzen Cut setzen und schauen, mit wem oder was wir das machen. Weil, bevor wir hier jetzt irgendeine Scheiße bauen. Nee, das machen wir nicht. Wir bauen keine Scheiße. Wir gehen zwar jetzt in die Pokémon-Liga, aber wir wollen ja keine Scheiße bauen. So. Ich würde sagen, meine Freunde, ich werde hier einen ganz kurzen Cut setzen und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Beziehungsweise, vor euch ist eigentlich nichts passiert. Wir machen das alles richtig. Wir haben Kangama vorne und werden hier mit Kangama höchstwahrscheinlich sweepen, hoffentlich. Auch wenn wir von den Leveln her nicht unbedingt sehr gut mit dabei sind. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich überhaupt ein X-Tempo hier einsetzen muss. Das Einzige, was ich hier wirklich outspeeden muss, ist das Rosana. Beziehungsweise, was ich halt nicht von Natur aus outspeede, meine ich damit. Deshalb denke ich, reicht eigentlich ein X-Tempo, dann werden wir mit Estin auf plus 6 gehen und das Ding dann rausnehmen. Aurora schreibt, wie viel macht das? Yugong ist nicht gerade so stark. Sollte nicht so viel. Er hat meinen Angriffswert gesenkt. Du blöder Pisser. Schwertanz. Eine sehr interessante Animation. Erholung. Mach das. Erhol dich. Mach das, wenn es dir Spaß macht. Wir sind jetzt bei plus. Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal. Spammt Erholung. Das ist perfekt. Wir sind jetzt mal bei plus 5. Bodycheck. Aha. Das macht halt kaum Schaden. Jetzt sind wir bei plus 6. Und jetzt sollten wir eigentlich alles one-hitten. Angriff nimmt zu. Erholung. Erholt sich. Ja, super. Es schläft jetzt. Das heißt, es würde jetzt nicht angreifen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf Nummer sicher, setzen den Hypertrank ein. Und es schläft. Ja, ist logisch. Und drücken jetzt Stärke. Tschüss, Yugong. Die ersten 5 werden weggeklärt. Wir sind plus 6 und das macht so wenig Schaden. Ach nein, stopp! Stopp! Ein Crit hebt jede Statusveränderung auf, meine ich. Das hebt selbst die Statusveränderung, wenn du dich setupst, auf. Ja, ganz eindeutig. Das haben wir jetzt an diesem Ausdruck bewiesen bekommen. Stimmt, das war ja richtig scheiße mit den Kritten. Crit wäre also in dem Fall sogar kacke, wenn wir da mit Rasierblatt kritten. Oder sowas. Und da ein Setup gerade so drin hatten. Selbst das Lamus one-hitten wir. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Wir werden bald zum Weiteren den Champ als einzelnen Part machen. Also wenn wir jetzt hier wirklich alles wirklich gescheit durchsweepen. Das kann halt, das wird halt wahrscheinlich auch der Fall sein, weil es kann uns sich halt jetzt nichts entgegenstellen. Und höchstens den letzten könnten wir noch reinnehmen und wir müssen den Abspann auch noch reinbekommen. Deshalb werden wir da nochmal einen Part machen. Mega Heap, go. Tschüss, Lapras. Mega Heap hat doch eine Stärke von 100 und eine Genauigkeit von...
Musstest du jetzt critten, Bigfoot? Ein Crit ist halt nicht mal gut in dem Fall. Ein Crit ist nicht mal gut in dem Fall. Hör auf zu critten. Crit ist scheiße. Ja, tschüss, Lavras. Jetzt haben wir unnötig Schaden bekommen eigentlich. Jetzt haben wir wirklich unnötig Schaden bekommen. Ich sag, wie es ist. Ich sag es einfach, wie es ist. Ein Crit bringt uns nicht viel. Geh ruhig weiter. Ja, halt die Fresse, Lorelei. So, als nächstes brauchen wir unser Turtle. Unsere gute Turtle. Hier ist Bruno. Ich bin jetzt risikoreich. Kangama halte ich gar nicht erst auf. Was hat denn der? Kikli, Nocturne, Onyx, Onyx? Mach um mal. Würde Sinn ergeben zumindest. Da wären wir auch nicht mal so... Ja, Onyx. Was will Onyx gegen uns machen? Ja, es kann natürlich die ekligen Klammergriff-Attacken und sowas. Aber trotzdem. X-Tempo bitte. Einmal mal einsetzen. Slam. Ja, mal. X-Spezial. Wir haben sogar zu viele X-Items einfach. Einfach zu viele X-Items sogar. Ging sogar daneben so. Plus 2. Gibt X-Abwehr. Mach nur. Wir setzen noch ein X-Spezial ein. Und X setzt Stein. Fein und Mist wieder. Noch ein X-Spezial, dann sollten wir eigentlich alles one-nippen. Eigentlich, aber wir werden trotzdem auf plus 6 gehen. Wie gemacht. Das war gerade ein Steinwurf von einem Onyx, das 8 Level über uns ist. Möchte ich nur mal kurz angemerkt haben. Und das hat 11 KP abgezogen. Slam. Das macht ein bisschen mehr. Macht 10 KP weniger. Ich habe nichts gesagt. So, damit hätten wir die Top 4 eigentlich auch besiegt. Es ist einfach krass. Es ist einfach krass, wie du mit X-Items hier durch das ganze Spiel durchgehst. Es ist krass. Nocturne. Selbst die Schlagattacken bringen halt Nocturne nichts, weil Donnerschlag ist speziell. Und das macht halt nichts. Es macht halt einfach nichts. Kannst du sonst noch was haben? Kannst du einfach sonst noch was haben? Es bringt dir nichts. Du kannst sonst noch was haben. Ups, scheiße. Ich kenne das, wenn ihr mit der Maus was kontrolliert und dann ihr den, ne, Emu auf einmal stehen bleibt. Ja, das ist genau gerade passiert. Richtig. Richtig. Habt ihr gut geraten. Naja, ist egal. Auch wenn das im Finale natürlich umso behinderter ist. Aber was soll's. Da mache ich jetzt nicht so draus. Und Turtle, möchtest keinen Level-Up mehr bekommen, oder? Ich meine, Turtle, dir ist schon klar, dass du immer noch die Drachen-Top 4 besiegen musst und die eigentlich gar nicht so einfach ist zu besiegen. Weil da noch ein Garados steht. Und Garados? Garados ist, sage ich jetzt schon, kritisch. Ich meine, Icy wird gegen die ganzen Drachen reichen, das weiß ich halt. Aber Garados? Da werde ich, glaube ich, sogar als erstes X-Abwehr einsetzen. Turtle reicht Level 46. Okay, immerhin ein Level. Immerhin eins kannst du akzeptieren. Das finde ich gut. Wie konnte ich verlieren? Ja, du hast einfach verloren. Ich bin erledigt. Bababa, halt die Klappe. So. Schauen wir mal, ob Akani hier jetzt den nächsten Kampf schafft. Schauen wir mal. Finden wir es heraus. Zur Not haben wir noch... Ja, zur Not muss Turtok wieder ran, ne? Akane, ich hoffe für dich, du schaffst das wirklich. Ich lobe dich in den höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal gut aus den staatlichen Mann, doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Ja, ist gut. Wisst ihr, was mein einziges Problem ist? Ich sehe halt den Kung-Fu-Strahl schon vor meinem inneren Auge. Ich sehe ihn halt schon. Da ist Gengar. Level 56. Ja, ich weiß nicht, ob Akane das schaffen wird, aber naja. Probieren wir es einfach mal. Wir machen jetzt erstmal plus init. Nachtnebel. Okay, Nachtnebel ist tatsächlich gut für uns. Das macht konstanten Schaden. Ich weiß nicht, ob speeden wir es nach einem X-Tempo schon. Ich glaube, wir gehen lieber auf 2 X-Tempos. Dann outspeeden wir es garantiert. Noch ein Nachtnebel, dann müssen wir einen Hypertrank einsetzen. Also wenn das Ding nur Nachtnebel hat. Ich habe mir keine Top-Genesung gekauft, ne? Das ist scheiße. Hypertrank. Ich habe keine Top-Genesung gekauft. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Hypnose. Okay, es hat keine Wirkung gehabt.
Nicht X-Spezial, X-Angriff, bitte. Hey, war da jetzt 17 oder 7? Traumfresser. Ja, du hast ja auch mit Hypnose getroffen. Wir haben nur 7. Ja, okay, ist eigentlich egal. Ist ja auch eigentlich egal. Hypnose trifft, okay. Damit kann ich noch leben, einigermaßen. 3 Hyperheiler haben wir. Present, du musst aufwachen. Falls jetzt hier... Wieder Hypnose. Das ist eklig. Komm, wir setzen jetzt mal Schaufeln. Es outspeedet uns immer noch. Shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt, wir brauchen noch ein Nix-Tempo. Kung-Fu-Stress? Natürlich hast du Kung-Fu-Stress. Es war so klar, dass dieses Ding das haben wird. Aber das überlebt Gengar, glaube ich. Nicht, wollte ich sagen. Traumfresser, okay. Okay, die Geistopf hier macht mir Angst. Die macht mir gerade ein bisschen Angst, dadurch, dass Presence an der Level ist. Golbat? Okay. Was kann Golbat? Was kann Golbat, was mir richtig auf die Eier gehen könnte? Flügelschlag. Wie viel macht das? 75 auf 32 waren das dann. Ich muss halt jetzt ein bisschen risikoreich sein mit Akani. Natürlich musste das jetzt. Das musste halt jetzt kommen. Das musste jetzt kommen. Das ging jetzt nicht anders, ne? Agathe. Lol. Als ob. Present, schlag dich jetzt nicht selber. Gut. Guter Junge. Ist nicht mehr verwirrt. Schaufler. Das sollte reichen. Also Apollo überlebt es jetzt aber nicht, ne? Ja. So. Present erreicht Level 39. Gut. Ich finde es gut, dass wir mit Level 38 gegen Level 58 hier gerade gewinnen. 20 Level drüber. Und ich wundere mich, dass es so wenig Schaden macht. Die Dinger sind 20 Level drüber. Was denke ich eigentlich, ne? Oder so grob 20, aber trotzdem. Okay, wir werden höchstwahrscheinlich den nächsten... Nein! Wieso hast du gekrittet? Das hat deine Dinger kaputt gemacht. Deine Setups. Und wieder die Konfusion, ne? Mm. Das ist auch mit Superschall immer... Was? Okay, du bist also ein... Prinzipiell bist du eigentlich eine Gift-Top hier, ne? Weil du hast nur Gift-Pokémon. Du bist gar nicht Geist, du bist Gift. Es musste einfach kommen. Es musste kommen. Boah, dieser Schaden, ne? Bis... Macht... Das ist eigentlich okay. Oh nein, wenn sich Akane jetzt... Okay, gut gemacht. Säure... Schlag dich ja nicht selber. Ich hasse dich, Akane. Bist du irgendwie dumm? Es hat sich gerade selbst getötet. Es hat sich einfach selbst besiegt. Wir gehen jetzt in Rihorn. Und werden jetzt so ein bisschen für Kangama vorbereiten. Rudenschlag. Wie besiegen wir eigentlich jetzt Gengar? Das ist eine gute Frage. Eigentlich müssen wir nämlich jetzt... Scheiße. Wie besiegen wir Gengar? Prinzipiell müssen wir... Ja, Rutenschlag ist eigentlich dumm. Wir müssen in Turtle gehen und uns da mit den X-Items voll pushen. Nein! Was machst du da, Agathe? Okay, erstmal X-Spezial. X-Spezial, damit unsere spezielle Defensive steigt. Nicht schon wieder Hypnose, hör auf damit. Nochmal X-Spezial. Kung-Fu-Strahl. Ja, das ist ekelhaft. Das ist halt scheiße, wenn sowas einen den Kampf kaputt machen kann. Sowas wie Kung-Fu-Strahl. Und ich merke gerade, das wird sich doch in den nächsten Part ziehen, na ganz da. Okay, Kung-Fu-Strahl ging daneben. So, jetzt müssen wir es outspeeden, Traumfresser kommt, okay. Wie viel macht ein Surfer? Oh, wir sind immer noch... Fuck, wir waren ja verwirrt. Okay, Surfer kommt. Das ist ja kein Wunder, dass es daneben geht. Schaffen wir Agathe noch in dem Part? Das wird knapp. Das ist ein Two-Hit. Jetzt sei einfach nicht mehr verwirrt. Oh, bitte, Turtle, greif an. Oh, Turtle, mach es doch nicht so spannend. Okay, Traumfresser. Okay, dieses Gengar macht gerade die dümmsten Züge, die es gibt. Oh mein Gott, ey. Mach mir nicht so einen Schiss in die Hose.
Und Arbok. Ja, vor Arbok habe ich eigentlich keine Angst. Was soll es denn großartig noch haben? Einfach zweimal Surf. Ich würde nicht mal zweimal Surf einsetzen, falls wir noch irgendwann Surfer brauchen. Ach, das reicht sogar aus gut. Puh. Hätte Akani sich ja nicht selber besiegt, dann wäre es gar nicht so spannend geworden. Aber naja. So, damit haben wir Agathe besiegt, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim letzten Part, im nächsten Part. Und ja, bis dann. Okay, und ciao, meine Freunde.